Guten Tag, heute behandeln wir die ganzen CZ Shadow Modelle oder Shadow 2, ist es etwas besser. Also ich mache erstmal die Koffer auf, mal gucken, ob ihr den Unterschied sehen werdet. Ja. Wir haben drei Shadow 2 hier, das sind alles verschiedene Modelle. Die Waffen werden alle mit zwei weiteren Ersatzmagazinen, der Bürste, so ein Reinigungsstab, plus ein paar Imbusschlüssel ausgeliefert. Die Bedienungsanleitung ist hier drin und natürlich die Waffe selbst. Und konntet ihr schon sehen, was der Unterschied ist? Ich gebe euch einen Tipp. Jungs, schaut euch den Abzug an. Ihr kommt immer noch nicht drauf. Also wenn das jetzt die Mädels oder die Damen wären, würden die es wissen, genau wie bei der P08. Die ganz rechte Waffe, da handelt es sich um die Standard Shadow 2. Die Waffen sind alle im Kaliber 9 mm. Die Waffe hat eine beidseitige Flügelsicherung, den Schlittenfanghebel, einen Magazinauswurfknopf, der ist etwas erhöht oder angehoben. Das hier sind Alu-Griffschalen. Ihr könnt die Alu-Griffschalen auch ändern. Wenn ihr nicht unbedingt auf Blau steht, könnt ihr... Kommt mal mit. Es gibt hier solche lilanen Griffschalen, lilane Jetfunnel und sogar lilane Magazinböden. Die könnt ihr alle abändern. Ach, und hier sind die anderen Farben. Die gibt es in Blau, Schwarzblau, in Rot, Schwarzrot, in Gold, Silber. Da gibt es verschiedene Farben. Also da könnt ihr wirklich gut mitspielen. Der Vorteil ist dann, wenn ihr, ich sage jetzt meine Waffe, mit roten Griffschalen habt, dann könnt ihr euer Gehörschutz mit den roten Schalen haben oder Magazin-Pouches von Double Alpha in Rot. Das passt dann ein bisschen besser zueinander. Bei dem Standardmodell haben wir hier einmal Double Action und Single Action. Was das ist, hatten wir ja schon mal in einem anderen Video, was wir euch hier oben verlinken. Die mit dem blauen Abzug. Da ist der Abzug nicht so gebogen wie bei der. Hier habt ihr kein Double Action. Hier handelt es sich um eine reine Single Action Waffe oder Single Action Abzug. Ist Geschmackssache. Gibt Kunden, die wollen oder Schützen, die wollen unbedingt Single Action Abzüge haben. Dafür hat der CZ nun das Modell rausgebracht. Dann gibt es die gleiche Version, also die Double Action und Single Action. Habt ihr beides? In der OR Version, Optical Ready. Das hatten wir in einem Heckler & Koch Video erwähnt. Hier kann man dann solche Red Dots montieren. Ihr könnt trotzdem noch mit Kimme und Korn schießen. Wenn ihr hier die Platte abnehmt, dann ist die Kimme auch weg. Dann könnt ihr die Kimme und das Korn nicht mehr nutzen. Dann habt ihr theoretisch gesehen nur noch das Korn. Deswegen, ja, ihr könnt halt beides machen, nur nicht gleichzeitig nutzen. Entweder Red Dot oder Kimme und Korn. Dann gibt es die Waffe in Urban Grey. Die gibt es aktuell noch in der Double Action Version, nicht in der Single Action Only Version. Wird es wahrscheinlich bald geben. Hier die schwarz-blaue Variante wird häufiger verkauft. Wenn wir 5 Waffen verkaufen, sind 3 Stück davon die schwarz-blaue und 2 Urban Grey. Deswegen hat man hier mehrere Versionen. Hier gibt es auch noch keine Optical Ready Variante, wird vielleicht bald kommen. Aber die ganzen Ersatzteile sind kompatibel. Die Griffschalen. Ihr könnt hier weitere. Die ganzen Produkte sind untereinander kompatibel. Sei es Magazin, Griffschalen oder Holster. Die könnt ihr für beide nutzen. Das sind die gleichen Waffen. Seit circa 2 Jahren gibt es auch die CZ Shadow 2 Orange. Die kommt in einem deutlich größeren Koffer mit 2 Magazinen. Die Magazine kommen in Silber mit einem orangenen Magazinboden, passend zu den orangenen Griffschalen. Die sind auch aus Alu. Hier habt ihr sogar noch Ersatzfedern. Wofür diese ganz genau sind, werden wir in einem anderen Video zeigen bezüglich der Shadow. Hier ist die Bedienungsanleitung und hier ist sie. Die hat den gleichen Aufbau, die gleichen Sachen. Die gibt es auch mit dem Single-Action-Abzug. Standardmäßig haben die Double Action Abzüge oder Waffen immer einen gebogenen Abzug. Die Single Action Only Version
einen etwas eher gerade laufenden Abzug. Falls ihr das Video mit der Munition noch nicht gesehen habt, schaut euch das hier oben an und kommt gleich wieder hier zurück. Ich hoffe, ihr seid fertig. Jetzt sind wir hier. Warum? Wir gehen jetzt auf die oder auf das Kaliber 22. Das sind Randfeuerpatronen. Aber habt ihr ja gerade gelernt, wenn ihr eine Waffe im großen Kaliber habt, also 9 mm oder 40 S&W, könnt ihr Wechselsysteme oder auch Wechselläufe kaufen, die kleiner sind als das Kaliber, was ihr habt. Schaut euch mal hier das Magazin an für die CZ Shadow. Hier steht 40 S&W und hier steht 9 mm. Ist das jetzt ein Magazin für 40 S&W oder 9 mm? Für beides. Warum? Das werden wir in einer Berechnung machen, wo wir Punkt 40 S&W ausrechnen, warum das 40 S&W heißt. Kommt. Aber Fakt ist, für gewisse Munitionssorten könnt ihr die gleichen Magazine nutzen. Bei gewissen Waffen. Nehmen wir mal, wir haben die Waffe in 9 mm und wollen ein anderes Kaliber damit verschießen. Dann gibt es Wechselsysteme. Die kriegt ihr auch für die Shadow. Die kommt in einem solchen kleinen Koffer. Da ist einmal hier das obere Teil. Das untere Teil hier von der Waffe nennt man Griffstück. Und hier haben wir einmal den Lauf plus den Schlitten. Wir haben hier noch Ersatzfedern und hier andere Magazine für Kaliber 22. Das 22er Wechselsystem kann man problemlos hier drauf montieren. Das geht bei 99,9% der Waffen problemlos. Es gibt ab und zu einige Waffen, bei denen klappt es nicht. Die müssten wir dann einschicken, damit der Hersteller oder der Büchsenmacher, wie auch immer, das Wechselsystem auf das Griffstück anpasst. Ist kein Hexenwerk. Wenn wir das Wechselsystem hier drauf hätten, können wir die Magazine nicht mehr nutzen. Dann können wir die 22er Magazine nutzen. Ihr seht, jetzt geht das Magazin nicht komplett rein. Es rastet auch nicht. Warum? Weil hier unten oder unterm Lauf oder hinterm Lauf ist eine ganz andere Aufnahme. Das Ding muss hier weg, damit das da drauf ist. Und hier, das Wechselsystem ist mit dem Magazin auch kompatibel. Nicht das 9 mm Wechselsystem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und falls ihr das Video mit der Munition immer noch nicht gesehen habt, schaut es euch doch einfach an. Tschüss.